Naja, und willkommen zu meinem... Oh, das ist sowas, das mich immer ganz doll stört. Da bin ich ein bisschen erotisch. Ja gut, zu meinem Mittwochsvideo. Ja, es ist bei euch Mittwoch, bei mir jetzt Montag, aber egal. Und wir haben immer noch einen Vormonat. Eigentlich Vormonat, ich weiß es nicht. Ich bin voll verwirrt. Gut, ja, ich wollte mit euch über was reden. Ich wollte euch was erzählen. Also... Meine Kühlschranksuchaktion ist schwierig. Also ich habe euch ja erzählt vor ein paar Wochen, dass ich einen neuen Kühlschrank mir gerne zulegen möchte. Einen Side-by-Side in amerikanischen Stile. Und ich habe euch erzählt, dass ich da auch einen habe, der mir sehr gut gefällt. Nämlich der von LG mit der Knock-Knock-Funktion. Und ja. Ich habe mal nochmal, also rein, ich habe jetzt die ganze Sache mal nochmal anders angegangen. Und es ist schwierig. Es ist unglaublich schwierig. Also ich weiß nicht, es gibt jetzt für mich gerade im Moment mehrere Probleme. Erstens, ich weiß nicht, wie ich diesen Kühlschrank mal von nach der Haptik testen soll. Weil für mich ist es ja, also für mich ist es ja gerade sehr schwer mit rausgehen, wegen der Maskenpflicht und alles. Und allem. Und ihr wartet eine Sekunde. Und hast dann rüber. Entschuldigt. Jetzt passt wieder. ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich mir überlegt habe, den erstmal in einem Laden anzugucken. Aber dann ist mir eingefallen, Maskenpflicht. Dann habe ich gedacht, nein, vielleicht lieber doch nicht. Also habe ich dann wieder im Online geguckt, aber dann habe ich auch wieder Probleme und dann hat meine Mutter gesagt, aber eine Anlaufstelle sozusagen zu haben, kann auch nicht schaden, weil wenn irgendwas ist, dann... dann ist es so, dass man jemanden braucht, der einen da unterstützen kann. Und ja, dann habe ich mir den Kühlschrank nochmal angeguckt und habe festgestellt, dass da viele Sachen sind, so Spielereien, wo ich gar nicht so für mich brauche. Also zum Beispiel dieses Knock-Knock-Türen-Ding, also das Klopfen brauche ich nicht. Alles, weswegen ich daran interessiert bin, ist, wenn man dann zwei Türen hat sozusagen und nicht immer die große Tür aufmachen muss. Aber natürlich ist diese kleine Tür auch extrem fehleranfällig. Ich habe schon eigentlich das Bedürfnis, einen Kühlschrank mir, wenn ich einen mir zulege, einen mir zuzulegen, der vielleicht so sogar 10 Jahre hält. Ich klopfe auf Holz, dass der 10 Jahre hält dann. Ja, und so bin ich jetzt eher bei den relativ bekannteren Marken gelandet. Und vor allem habe ich mich auch entschieden, dass ich vielleicht lieber erstmal mit deutschen Fabrikaten probieren möchte, weil in den letzten Jahren habe ich mit so amerikanischen Fabrikaten nicht unbedingt die beste Erfahrung gemacht. Apple. Falls jemand feindlich. Ja, da erzähle ich euch übrigens später mal, gebe ich euch da ein Update dazu. Oh, wir sind jetzt echt an einem Punkt, wo es richtig Mist ist. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass ich jetzt dann natürlich diese Kühlschränke gesucht habe. Und das Ding ist, für mich ist es ein Rätsel. Es ist wirklich ein Rätsel, wie das sein kann. Aber die einen deutschen Marken sind halt echt teuer. Die anderen gibt es bei uns in der Gegend nicht. Das ist so nervig. Immer wenn ich einen habe, wo ich sage, boah, der gefällt mir jetzt, dann gucke ich und schaue, wo gibt es den denn? Und dann heißt es, ja, nicht in ihrer Gegend verfügbar. Und ich denke mir dann immer so, nein, ich will doch nur einmal den Kühlschrank, die Tür aufmachen, auf und zu machen können und gucken, wie der so funktioniert und einfach mal den Kühlschrank ansehen können vor Ort. Das ist alles, was ich möchte. Das ist so viel. Ja, dann ist es natürlich so, dass ich, jetzt habe ich im Moment, hat meine Mom noch eine Idee gekriegt, so, ich sollte mal bei AEG gucken nach Kühlschränken. So, von da aus brauche ich diesen blöden Zier in das Nebenmund zu winkeln. Das war ja jetzt gerade ein komischer. Hast du gerade den Zier gesehen? Ja. Ich habe irgendwie gerade voll die komische Grimasse gezogen, wo ich mir nicht sicher bin, ob das irgendein unterbewusstes Zucken in meiner Mimik war. Ich habe nichts gesehen. Ich habe gerade so gesagt, schau auf den hier.
Ja, aber da haben meine Mutter hat da zum Beispiel, es ist schon viele Sachen von denen, wo sie sagen kann, AEG ist es nicht auch da, wo man die Töpfe herkriegt? Nee, das ist AEC, glaube ich. Ja, auf jeden Fall ist es dann so, dass wir jetzt da geguckt, dass ich da jetzt geguckt habe und da habe ich dann jetzt auch tatsächlich ein Modell gefunden und das Modell könnte es bei uns in der Gegend geben. Und mein Plan ist es jetzt, weil ich morgen tatsächlich etwas früher aufstehen muss, weil ein ganz gewisser kleiner Kerl muss zum Onkel Doktore, Gelace, zu lange Fingernägel, Maniküre, Pediküre, nicht nur uns hat es mit Corona und den Fingernägeln und dem Friseur erwischt, auch kleine Tierchen. Ja, der musste jetzt echt lang warten, weil er immer keinen Termin bekommen hat, wegen nicht Notfalltermin und nur wegen Zehennägel schneiden, das war nicht Notfall genug. Ja, und jetzt ist er halt auch mal wieder. Und dann ist es so, dass ich dann da, entschuldigt, dass ich dann da mal morgen bei den zwei Händlern, die ich gefunden habe, die das vertreiben, anrufen möchte und fragen, ob sie dieses Gerät vor Ort haben. Und dann ist eigentlich der Plan, dass ich ganz, ganz doll bitte, bitte mache und mal gucke, ob meine Mom oder mein Dad Zeit haben und mit mir vor Ort mal diesen Kühlschrank angucken gehen. Weil ich habe anfangs gesagt, vielleicht muss ich einen Kühlschrank ein Side-by-Side-Modell blind kaufen, aber ich sag ja. Ich habe auch dazu gelernt, ne? Mami lernt auch, Leo Freud. So, meine Lieben, jetzt muss ich mich ganz kurz, weil jetzt mache ich gleich den Katzenjäger, weil mein Hase macht da gleich eine Sache, die auch nicht da. Entschuldigt. Lieber seht ihr kurz mein Unterhöschen, als dass ich am Ende einen toten Hasen habe. Das ist mir, ganz ehrlich, ist mir lieber, wenn ich wehen muss. Ja, gell, das ist Mami lieber. Weil sie dich sehr liebt. Weil ich dich so sehr liebe. Ja, Leckerli, ist schon klar. Du liebst nicht mich, du liebst nur dein Futter. Ich weiß. Harte Zeiten. Ja, auf jeden Fall. Einen Kühlschrank blind kaufen würde ich jetzt keinem empfehlen. Ist einfach keine gute Entscheidung. Weil Kühlschränke haben ja auch verschiedene Arten, wie die Tür auf und zu geht. Und wenn da ein Kühlschrank ist, wo die Tür für euch viel zu schwer aufgeht und ihr den dann 10 Jahre habt, das ist ja auch nicht die Möglichkeit. Obwohl es natürlich vielleicht auch Vorteile hat, danach sieht man aus wie so Hulk Hogan. Muskeltraining, gratis. Kein Corona. Immer noch nicht. Schlicht und ergreifend ein Stück von seinem Fell ins Mund, in den Rachen gekriegt, ganz fiese Kiste. Ja, auf jeden Fall ist jetzt der Stand der Dinge, dass wir erstmal vor Ort gucken müssen, ob wir zufälligerweise Knausrigkeit, den letzten Cent aus dem Kostopix, dass wir erstmal gucken müssen, ob wir zufälligerweise irgendwo das Modell, wo wir jetzt gerade interessiert sind, weil es eine Mischung aus bewährter Firma, also AMG, AEG, AEG ist eine gute Firma. Die haben auch schon lange Produktionserfahrung. Es ist einer, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Er hat einen Wasserspender, wobei ich da noch nicht weiß, ob Festwasser oder nicht Festwasser. Das ist auch noch so eine Sache, die bei uns zum Knackpunkt werden könnte. Und ja, also es gibt schon so, dass wir interessiert sind, dass ich interessiert bin, aber ich habe auch noch viele Fragen. Aber ich werde jetzt nicht mehr im Internet nach den Antworten suchen, weil ganz ehrlich, da wird man Kirre bei. Da wird man Kirre bei. Da wird mein Kirre bei, entschuldigt. Es läuft schon die ganze Zeit so. Der ist heute so anhänglich, das glaubst du nicht. Vorher hat er die ganze, ist schon voll abgegangen auf die Krumpe. Ja, nee, noch mehr. Also ich konnte ihn richtig so ziehen, wie wenn es Hafer wäre. Das war. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt der neue Stand der Dinge. Und wenn es dann was Neues gibt, zum Beispiel, dass ich mich entschieden habe, für welches Modell, dann werde ich euch dazu auch ein Video dann drehen. Ja, das war dann alles. Wir sagen bis zum nächsten Video. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr mir einen Tipp habt für Side-by-Side-Kühlschränke. Kann ja auch nicht schaden. Obwohl, das ist ja im April das Video. Voraussichtlich habe ich da dann vielleicht schon einen.
Ich klopfe auf Holz, dass ich da schon einen habe, zumindest einen, den ich dann haben will, damit ich den suchen kann, weil es ist echt, ich recherchiere seit Tagen und es ist so deprimierend. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rietmeier@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder bei meinem nächsten Video. Bis bald. Tschüss.